Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Ja, Pimp mein Wohnmobil ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe da noch ein, zwei Ecken, die mir so ein bisschen im Auge wehtun. Da gehen wir heute mal dran. Zum einen dieses Kopfendteil, da werde ich nochmal Stoff überziehen. Ich habe da noch was über von den Sitzbezügen hier. Das werden wir machen. Dann habe ich mir überlegt, die Wände da nochmal zu tapezieren, so wie im Badezimmer. So, und wenn das alles soweit fertig ist, werde ich da nochmal im hinteren Bereich, da ist noch ein bisschen Platz, eine Ambientenbeleuchtung einbauen. Jo, und dann würde ich sagen, lass uns einfach mal beginnen. Ich zerlege das jetzt, das heißt, ich baue es auseinander. Das sollte ja relativ einfach sein, 3, 4, 5 Schrauben. Und dann gehen wir wieder kurz rein und dann werde ich das mit dem entsprechenden Stoff beziehen bzw. umlegen und dann tackern, zeige ich aber gleich alles noch. Und tapezieren. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit wir gekommen sind. Ne? I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Und wenn du neu bist hier auf unserem Kanal oder uns gerade erst entdeckt hast, dann lass doch mal ein Abo da. Würde uns sehr freuen, kostet dich nix und tut auch nicht weh. Alles klar, dank dir. Machen wir erstmal hier diese Binöckelchens ab. Kennt ihr alle schon, ne? Hier diese. Oh, das Licht ist ein bisschen hell. Ich habe ein neues Licht übrigens. Ich habe jetzt alle Schrauben gelöst und die sind vom Prinzip nur mit so einem Abstandshalter hier. Hier so ein Abstandshalter sind die damit verschraubt. So. Und die Schrauben sind praktisch direkt in der verkleideten Wand da hinten. Ja, so sieht das aus. So, das war jetzt ungefähr 2 Minuten. Ne? Wir gehen jetzt damit rein und beziehen den ganzen Sermon hier mal. Ist ja auch nur getackert von hinten. Also, genau so werde ich es dann auch machen. Nur in schön. Natürlich. Also mit direkt da in der Wand. Da meine ich jetzt nicht die Aluminium-Außenwand da, oder die GFK habe ich ja. Da ist ja noch von innen so eine Sperrholzplatte, Holzplatte. Und da stecken die Schrauben natürlich drin, ne? Klar. Entschuldigung, jetzt muss ich mal ganz kurz die Weihnachtsdeko zerstören. Wegräumen tue ich sie ja nur. Ich tue sie nur wegräumen. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Christine wird mir hoffentlich verzeihen. Aber ich habe ja gerade ein Bild gemacht. Dann kann ich es wieder so aufbauen, als wenn nichts gewesen wäre. Alles klar, ich hole es mal Stoff. So, einmal alles, sieht man mich, weiß ich nicht. So, einmal alles grob zurechtschneiden, so mache ich jetzt zumindest. Dann werde ich jetzt hier gleich nochmal am Rand von dem Stoff nochmal so ketteln, damit sich das nicht aufnüschelt. Und dann umlegen und dann tackern. Ja. So machen wir es. I'm gonna tell you right now, cause
Jo, und dann sieht das so aus. Ich zeig mal. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann. Ne? Dann machen wir da jetzt dran. Und dann sieht das hoffentlich schick aus. Wir werden sehen, ne? Ja, das Ganze mache ich jetzt mit dem großen Lappen da auch noch. Und dann tackern wir. Dann ist das soweit fertig. Sieht dann so aus. Ne? Getackert, schön. Minimal stramm gezogen, aber wirklich minimal. So, und damit ich ja hier meine Löcher für die Schrauben, wo die Schrauben hier durchkommen, wiederfinde, habe ich mir die mit so einer Nadel markiert, wo die sind. Da kann man sie dann, kann man das sehen, da mit so einer Nadel, da, ne, da, habe ich die dann markiert. Ja, und dann sieht das so aus. Deutlich besser als Orange oder Ocker oder was weiß ich, was das für eine Farbe war. Rotzegelb, keine Ahnung. So, das mache ich jetzt mit dem Großen genauso. Zeige ich euch gleich, wenn ich fertig bin, weil ich glaube, sonst ist das ja auch langweilig. Ne? So sieht das dann aus. Von hinten. So, hier vorne habe ich es ein bisschen lang gelassen. Naja, gut. Besser zu lang als zu kurz. Ne? Ja. Jetzt werde ich mir nochmal die Bohrlöcher oder diese Schraubenlöcher nochmal mit den Nadeln fixieren und suchen. Oder suchen und fixieren. Und dann ist das eigentlich schon schön. Dann könnte man mal schauen, wie das so aussieht. Ich schmeiße das gleich mal so rein. Und dann gehen wir tapezieren. Ich habe das jetzt doch nochmal diese langen Dinger hier zweimal getackert. Weil hier kommt ja hinterher, kann man das sehen? Hier soll ja hinterher so mein LED-Licht drauf kommen. Nachher habe ich da so blöde Schatten, wenn da Stoff dazwischen ist. Möchte ich ja dann auch nicht, ne? Jo, so, jetzt geht's aber weiter. Das hat doch schon mal was, ne? Aber wie gesagt, ich werde es noch mal ein bisschen tapezieren. Und dafür muss ich auch das Regal erstmal abnehmen und ja, ich melde mich gleich noch mal. Ich habe jetzt Kleister angerührt und habe dann noch so ein bisschen von diesem Ovalit, ja, Ovalit TM beigerührt, also einen guten Schlag rein, ja, so 3 Esslöffel war das bestimmt, umgerührt und jetzt machen wir da Tapezierarbeiten. Ne? Tell you right now, 'cause
vom Prinzip war es das jetzt schon. Ich habe das jetzt alles soweit fertig. Ich werde es aber noch nicht anschrauben, weil da kommt da jetzt noch dieses LED-Lichterband dahinter. Das mache ich jetzt die nächsten Tage mal. Jo. Das Regal muss auch wieder dran. Also vom Prinzip ist das nicht schwer. Eigentlich total einfach, aber eben sehr aufwendig, weil du musst so viel abbauen und ja, dieses Gekrabbel hier auf dem Bett und naja, egal. Ist jetzt fertig, ist jetzt so, wie ich mir das vorstelle und ja, ich würde sagen, das war es für heute erstmal. Wie gesagt, ich lasse das jetzt, ich schraube das noch nicht an, ich werde das jetzt erstmal insofern stehen lassen, gucken, die Heizung bleibt an, damit die Tapete mir nicht wieder runterkommt, damit er kann das schön austrocknen. Ja, ich würde sagen, das war's. Bleibt sauber, macht's gut. Schönen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte eine Anregung geben. Tschüss, bis im nächsten Video. Ciao.